Eins. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier live auf dem Livestream, natürlich bei From Zero to Hero mit unserem Lieblingsduellanten, dem lieben Milo. Hallo. Unglaublich, es ist schon wieder Sonntagmittag, 12 Uhr das Ganze und ja, wir sind schon wieder am Start. Ne? Tja, da stehst du blöd, Fräulein. Ach, das ist Steffen. Steffen, da stehst du blöd, Steffen. Ich will da zum Wasserträger. Fräulein, sagt er. Fräulein. Ich habe gerade irgendwie... jetzt hat er Probleme. Nee, gut, komm vorbei. Heftig. Ich hatte gerade gedacht, es wäre Marie. Ich wusste gar nicht, dass Steffen auch Elo-Strafkammer heißt. Ja, ist ja Mr. Strafkammer. Ich habe nur Strafkammer gelesen, dann dachte ich an Marie. Wie ist denn das? Wird bei dir Vermehrungsgras geerntet oder was? Nein. Nee, also geht nicht zu ernten, ne? Naja, es ist ja auch trocken und so. Ich denke schon, dass das trocken sein muss. Wär schön besser, ne? Ja. Ich wäre schon besser. So, ich muss mal kurz ins LÜ. Nö. Ja, ich habe so wenig Geld, weil ich ein Feld gekauft habe, einen Mischfutterwagen für über 100.000 und ein... ganz viele Schafe. Deswegen habe ich kein Geld mehr. Ich habe es quasi investiert. Hier, Wasser war da oben, ja, passt. Also Tino ist wirklich der Mischfutter-Mensch, ne? Der ist. Aber jetzt hat er wenigstens andere Voraussetzungen. Dann verkaufen wir jetzt gleich noch den Mischfutterwagen, dann kriegen wir wieder ein bisschen Geld. Extra wollten ja nicht. Das haben wir ja ordnungsgemäß nachgefragt, wie sich so das gehört. Passt auch. Jetzt bleibt hier wieder ein Spuckschluck drin, Wasser. Na, das hab ich mir gedacht. Gut, kriegen wir das so raus? Ne. So, da ist er wieder. Jo. Nee, verdammt, wir müssen nochmal hierher fahren. Ich hab grad was vergessen, liebe Leute. Ach, deswegen ist er da. Guck mal kurz im Lu. Hallo. Hallo. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch auch den grünen Anhänger hier leihen für die Paletten, ne? Ich meine, ihr arbeitet ja für mich, dann könnt ihr auch an den Jeep hinten dran, hier an dem Pickup, den grünen Anhänger da hängen. Alles gut. Es ging nur um die einzelnen Kartons. Ah, okay, gut. Alles klar. Milo? Ja? Ich hab noch mal einen Anhänger mit Mischfutter fertig gemacht. Ja, kann Mensch jetzt ganz anderes arbeiten, oder? Mit dem. Ja. Kann ich gleich zwei. Kann ich einen Griff machen. Alles klar. Eine Mischung für zweimal sozusagen. Ja. Gut, dann hau auf jeden Fall noch die Schafe oben voll, ne? Die haben Notstand, was Gras euer angeht. Wasser füllst du nach? Oh, Wasser habe ich schon aufgefüllt. Gut. Also, was ist hier, der komische Klecks hier unten? Ja, der geht nicht weg. Der ist da. Alles klar. Jo. Schauen wir doch mal durch. Jo, bis dann. Ach so, ja, gell, das war vorhin nicht. Ich habe das jetzt nur so, kam so streng rüber mit dem Nachfragen, weil der Excel schon wieder Welle geschoben hat. Alles gut, ne? Wegen Drescherfahrer warten und so. Du, alles gut, Milo. Alles gut. Einen kleinen Anhänger hast du irgendwo zum Laden? Nur durch die Diskussion konnte man sich eben halt dann nichts Frisches auf. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Nee, ich habe keinen kleinen Anhänger mehr. Wegen Gras oben. Achso, du wolltest eine Ballen haben. Ja, Heuballen halt noch. Ja, mach ich. Jo, alles klar, bis dann. Also, so. Ah, Milo. Ja. Und zwar, ich würde gern ein Feld kaufen. Ja. Die 25. Kannst halt direkt an meinen Hof. Jo, kannst du. Das würde ich okay. Ja. Alles klar, schön. Bin ich mal kurz LU. Ja. Uh.
Feldreif. Warum spielen wir auf... Ach ja, ich habe gerade überlegt, warum wir auf 15 spulen, aber während Regen haben wir ja ausgemacht, machen wir 15. So, da ist er wieder. Ja. Gut. Das erstmal. Ich bin mal so frei. Hm. Und kann ich gar nicht anpacken. Warum nicht? Schade, ich will es ihm hinlegen. Ich will dir helfen. Aber was, gut. Was denn? Wenn ich habe hier, der Herr Strafkammer bringt ja gerade was weg. Und hat da was verloren und das wollte ich ihm halt hinbringen. Aber ich konnte es nicht aufheben. Schade. So, da kommt dann lieber Meiler mit dem LKW. Vor allem bin ich voll am Händler vorbeigefahren. Ich will den Mischfutterwagen verkaufen. Ja, dann müsstest du noch mal rumdrehen. Ja. Scheiße. Der Händler steht hier hinten. Vor allem der Chat lässt mich wieder voll hängen. Ich weiß, es ist ja verzögert. Jetzt, Howie, du bist vorbeigefahren. Unglaublich. So, meine Lieben, es wird so sein. Mein lieber Milo. Ja. Es wird so sein, ich kaufe mir jetzt Traktor. Kommt endlich der Steier. Endlich kommt der Steier, mein Junge. Wahnsinn. Endlich kommt das Ding zusammen. Es ist unglaublich. Es lange hat es gedauert, meine lieben Zuschauer. Lange hat es gedauert, aber was lange währt, währt gut. Ne? Und ja, ach, ich freue mich so. Der Steier kommt, Junge. Der Steier kommt. Ah, so. Farbmäßig werden wir dann gleich jetzt mal gucken, ne? Wie, was, wo. Aber erstmal müssen wir hier hochömmeln. Denn wir werden den Anhänger oben hinstellen und dann erstmal kicken. So, papim, papim, papim. Papim, papim, papim. So, den werden wir gleich mal hier hinstellen. Denn wir müssen... Wir werden auch anhängertechnisch noch mal ein bisschen ummodeln. Denn so schön wie der Brandner halt auch ist. Aber ich glaube, wir sind halt mit zwei Tandem, ach Quatsch, mit zwei Drehschimmeln besser besät. So, deswegen, meine Lieben, gucken wir mal in den Händler herein. Und ach, ich freue mich so. Halt. Warte mal. Sag mal bereit, bevor du ihn kaufst. Ich möchte gerne dabei sein, wenn er aufploppt. Möchtest du gerne dabei sein? Ja, ich will mir den mal angucken aus der Nähe, wenn du fertig bist. Okay, okay, okay. So, warte mal. Sitzpolster. Oh, meine Hand schläft schon wieder ein, ja. Okay, also Kiemenfarbe, meine Lieben, die machen wir, Jet. Die muss einfach, ne? Aber lässt du, lässt Standardfarbe, oder? Bin gerade am Überlegen. Weil ich finde schon, also es ist natürlich Empfindungssache, aber ich finde schon, dass ein Steier muss weiß, blau, weiß hier rot sein. Halt gerade so eine Sache, ne? Chat, was meint ihr? Was meint ihr? Wartet mal, wir können. Ich muss mal zum LU kurz. Ja. Bin ich denn? Hallo. 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 Okay. Hallo. Wenn ihr euren Glas nicht mehr braucht vor dem Mischfutterwagen, ihr müsst den wegfahren, gell? Weil ich darf eure Geräte nicht bewegen. Ich mach schnell. Nee, ich will sie jetzt nicht bewegen, aber nur, dass er nachher, wenn du fertig bist, weg ist. Mhm. Ja, vielleicht willst du ihn morgen. Gut, das war's schon. Danke. So, warte mal. Nee. Der Gold nicht, also leider. Oh, wie ein Pritzel seiner. Nein, nee, um Gottes Willen. So. Muss mal probieren, wie es aussieht. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was war. Okay. Dann machen wir mal so. Und dann machen wir mal so. Meinst du so, Sarah? Und die Felgen vielleicht so. Oder? Ey, Leute, jetzt mal ernsthaft. Das sieht doch nicht schlecht aus, oder? Oder was meint ihr? Ich finde, das sieht schon beige aus, oder? Das sieht schon beige aus. So, machen wir hier mal noch schwarz. So. Ein bisschen rot. Ist fertig gerade.
Ja, das gut, wird auch okay, teuer. Ein bisschen rot, meine Lieben. So. Halt, warte. Ne, so. Okay, ein bisschen rot, ne, haben wir gesagt. Ein bisschen rot. So. Allerdings werden wir noch eins mit reinmachen. Ja, schmeckt. Sitzpolster. Nee. Sitzpolster, weiß. Nee, weiß auf dem Schlepper ist Mist. Lass mal grau 1. So. Ja, so, mein Lieben. Gut, Milo, es ist soweit. Warte, ich komme. Okay. Es ist soweit, er bloppt gleich. Warte. Oh, ich finde schön, er sieht böse aus. Also echt, also ohne Flachs. Ja, so gefällt er mir. Ja, ich bin soweit. Okay, genau. Also ich habe dich ja gefragt, ob es für dich okay ist. Maschine kaufen, ja, eigentlich soweit alles im grünen Bereich. Mal würde ich sagen, regelwerkmäßig. Ja, ist schon overpowered, aber da es nicht in Frage kommt für mich, gleichzuziehen, weil ich, nur weil er mehr PS hat, also keine Ahnung. Also es ist nicht ganz gescaled, aber es ist mir egal. Wie viel PS hast du? Fragen wir mal so. Aha. Du hast ihn auch voll ausgemaxt, ne? Ich hab ihn voll ausgemaxt. So, was hast du für einen Preis? 270,50. Genau, und was hast du für PS? 750? Ja. Und ich bin 50.000 weniger und habe 500 PS. Also du hast über 200 PS mehr. Ja, gut. Aber wie gesagt, ich glaube, das... Ich kann es halt nicht anpassen mit der PS. Es macht, glaube ich, auch keinen Unterschied mehr. Nee, glaub ich auch nicht. So, deswegen, bist du bereit? Ja. Pass auf, er blockt. Jetzt. Weiß, schwarz. Komm. Schlecht ist es nicht. Komm. Schick mit weiß, ein bisschen edel. Vorne haben wir auch ein bisschen rot. Die Community hatte sich ein bisschen rot gewünscht. Ne? Hab ich gefallen getan. Guck. Ach so, ja. Aha. Ich finde. Ach so, warte mal. Du redest ja vom Neupreis. Was war denn der Neupreis? Na, oder? Muss ich ja hier in der Liste drin haben. Glaube ich. Nee, hab ich nicht. Schade. Ach doch. 270.050. Aber es ist halt von Markenhersteller zu Markenhersteller, ne? Ach du Scheiße, okay, jetzt ist das nochmal ein ganz anderes Thema. So. Meiner kostet neu, ich habe meinen Jetztpreis gesagt. Ja. Neupreis ist von der Bude mit 517 PS 368.000. Ja gut, ist meine Marke günstiger. Ja, halt um über 100.000. Und hat über 200 PS mehr. So. Na, egal. Halt. Ich hab dir gesagt, wärst du mal. Aber was soll ich denn da diskutieren, Alter? Du hättest doch wieder irgendwas. Ja, ist so wurscht. Ja, viel Spaß damit. Danke. Oh, ich freue mich gerade so. Liebe Leute, ich freue mich auf meinen Steier. Oh. Ich hab meinen Steier. So, warte mal. Guckt euch das an. Ja. Ne? Hier schön mit Terminal. Oh. Einfach nur schön, oder Leute? Was meint ihr? Einfach nur schön. Schönes Ding. Oh, der Klang. Lasst den Klang auf euch wirken. Lasst den Klang auf euch wirken. Ja, Yannick, ganz leise. Oh, das ist ein Gerät, Junge. Ah, macht schon Leute. Nee, angeben machen wir nicht. Das ist Quatsch. Das macht man nicht. Man freut sich, dass man sich... Da ist wie in Real Life. Man freut, wenn man sich was gönnen kann, wenn man sich das erwirtschaftet hat. Und wenn man das nutzen kann, da freut man sich. Da müssen wir aber nicht irgendwie angeben oder sondersgleichen. Ne? Das muss nicht sein. Du, aber Milo, möchtest du einen Brandner Tandem-Anhänger kaufen? Was denn das? Ein Tandem-Anhänger. Das ist dieser dunkelgrüne, oder? Ja, der ist ein bisschen hellgrün. Lass mich mal kurz gucken.
steht bei mir am Hof. Ja, ich gucke im Shop. Gucken wir mal bei den Tieren. Sauberkeit. Oha. Was willst du denn haben? Warte mal, das ist ganz ausgebaut, ne? Ja, der ist. Mit Holzplanke oben oder ohne? Mit Holzplanke ist er, ja. Und was willst du dafür haben? Warte kurz. Warte. Pim-pa-pim. Also ich nehme an, das hat einen Grund haben, weil Excel-Band nicht unbegründet, Leute. 29. 29? Mhm. Weil war ja schon in Benutzung, ist ja gebraucht. Der gebrauchte Anhänger wird ja auch nochmal sauber gemacht und hingestellt. 25 würde ich nehmen. Nee. Das ist ein bisschen handeln kannst du ja wohl. Ah. 28,5, aber dann ist halt schön. Ja, also ungerade Zahlen nicht. Machen wir 27. Machen wir 28. Ja, dann würde ich nehmen. Dann nimmst du. Ja. Ich überweise dir das mal. Huch. Ich kann ja, wir haben ja Helfer untereinander, ne? Ich kann ja dann einfach nutzen. Ja. Papim, warte. Ja, wir müssen halt dann eh umschreiben. Ja, aber was 28? Nee, das schreibt man nicht oben, scheiß drauf. Dann ist er ja wieder Mehrwert, weißt du? Hast du in Kerscher am Hof? Ja. Hab ich auch ihn? Ich hab den gekauft. Ich weiß nicht, ob du einen gekauft hast. Ich guck mal in Kerscher. 28, ja? Ja. Hab ich dir überwiesen. Jo. Fährst du mir noch hoch? Ja, ist wie gesagt, schön mir noch einen Kärcher, mach den sauber und dann stell ich ihn dir hin. Ja, hab ich ja gesagt, das ist den sauber. Sag mal, wo war ein Kärcher? Bei platzierbare Objekte. Bei diverses. Ewigkeiten gegen Kärcher mehr gekauft, Junge. So, gut. Hier hin. Na, warum macht das nicht? Wie ich es wieder liebe. Okay, ich wasche ihn bei dir. Jo. Kann mir keinen Kärcher platzieren. Kann mir keinen Kärcher platzieren. Muss aber vorher noch mal fix ins LU. Mach das. Ja, das war doch ein Schnapper mit dem Anhänger. Ich fand den eh geil, als er vorhin an mir vorbeigefahren ist. Optisch gefällt er mir schon gut, der Anhänger. Deswegen habe ich mir gedacht, doch, warum nicht? 28. Kostet eigentlich 40 oder was, ne? Ist doch top. Kann man nicht meckern. Ja, einfach um halt mal an Felder zu stellen und so, wenn Ernten sind. Oder jetzt hätte ich den gebrauchen können, als ich die Scheiße da falsch abgekippt habe. Dann hätte ich die kurz in den Anhänger schaufeln können und gut ist. Das Häckselgut, was da fälschlicherweise die Schaufel aufgenommen hat, was ich dann bloß ins Silo gekippt habe, das hätte ich dann in den Anhänger kippen können, dann wäre es aufgeräumt gewesen. Scheiße, ich glaube, ich hätte die abfahren müssen, oder? Weiß es jetzt gerade nicht. Ah ne, ich kann hier rechts runterfahren. Da fährt mein neuer Anhänger. Nein, er schiebt. Ja, er hat 11.11 gespendet. Hä, klar, ich habe mich doch bedankt, René. Ich habe mich bedankt für deine Spende. Zwar ein bisschen später, als du gespendet hast, aber ich habe mich bedankt. Ich finde diese Anhänger nach wie vor ziemlich geil. Emsland. Gefällt mir sehr gut. Die gefällt mir sehr gut.
Unglaublich. Ach so, wo ist denn wieder dein Kescher? Hinten bei den Hühnern. Hinten bei den Hühnern? Jo. Ja. Yeah. Tatim. Die wollen ja auch wieder am Pöppis der Welt bei dir, ja? Geht. Also den einen Baum, ne? Es gibt ja nicht viele Bäume, aber den einen Baum, den hätte ich schon mal weggeschmissen. Tja, mitten im Ding, oder was? Ja, genau mitten, wenn du umlenkst, in der Kurve steht dort. So, ach, deine Hühner, die waren hier oben, oder was? Ja. Ja. Boah. Sind wir ja nicht so. Ja, da hast du recht. Die fünfte Folge ist vorbei. Was, schon wieder? Aber warte, ich will noch kurz was machen. Wenn du gerade noch was machst. Ich suche halt deinen elenden Kerl. Ja, der steht da hinten, hinter den Hühnern, an der Wiese. Ja, jetzt hab ich schon gesehen. Nee. Ach doch. Der versteckt sich im Gras. Ja, ich habe dieses graue, kleine Ding gerade nicht gesehen. So. Ja, gleich geht ja, Leute, entspannt euch. Ja, so, weil dann mache ich nämlich noch eine Geschichte fertig, gut. War zwar daneben, aber trotzdem geil, so. Was machen die denn hier? Was machen die denn hier? Warum machen wir wieder? Der eine fährt rückwärts den Berg hoch mit einem Ballen auf der Gabel, der andere fährt vorwärts hinterher mit einem Ballen auf der Gabel. Sag mal, hast du das Geld schon überwiesen? Natürlich, direkt. Hier, wenn du mir auch Lohner gibst, dass ich das Ding hier benutzen darf, dann kann ich was machen. Hast du mir auch Lohner gegeben, dass ich den Anhänger benutzen darf? Ja, wenn du mir Lohner gibst, dann kannst du ja auch... Achso. Weil du hast bei mir Lohner. Hab ich. Ja, jetzt. So, damit haben wir das auch abgeschlossen. Sehr schön. Sag mal her, meinen neuen Anhänger. Oh. Geld hast du schon überwiesen, oder? Ja. Ist das sicher? Ja, sehr. Ja? Ja. Oder dann müsst bevor wir beenden, müsst schon mal nachgucken. Sag mal. So. Siehst du, frisch gewaschen, Maestro. So, warte, muss mal lurken. In Winsen. 28.000 habe ich dir überwiesen. 28.000. Nur nicht ersichtlich. Ich hab dir das direkt überwiesen. Bei mir echt nirgendwo. Da kann ich nichts dafür. Da musst du hin. Sonstiges sind 1400. Warte mal. Wo steht denn das? Müsste ja. So, neue Tiere, Baukosten, Landkauf, nee. Ich weiß nicht, ob das überwiesene Geld irgendwo auftaucht. Theoretisch schon. Naja, müssen wir prüfen, aber bis dahin. Ja, Leute, habt ihr gesehen, dass ich es überwiesen habe? Frag doch deinen Chat, die haben das doch im Blick. Ja, erzähl uns nur erstmal was Schönes. Ne? Ja. Also, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr im Kopf rumschweren habt. Ansonsten schaut gerne bei Maxo vorbei, der ist wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und zwar. Und ihr könnt. Warte mal. Muss ich kurz überlegen. Ja, heute Abend Livestream wieder. Oh ja. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Bis dahin. Ciao. Ciao.